Hallo und herzlich willkommen zu Inside. Ich habe keine Ahnung, was mich in diesem Spiel erwarten wird. Ich nehme an, es ist so ähnlich wie Limbo, aber ich habe keine Ahnung. Und zur kleinen Anmerkung, mir rauscht ziemlich in den Ohren von dem Spiel. Nein, ich meine zur kleinen Anmerkung, ich glaube, das ist eins der letzten Videos, das ich mit diesem Großmembraner aufnehme. Ab dem nächsten Video werde ich wahrscheinlich ein neues Setup haben, aber mal schauen. Das interessiert euch ja nicht. Ich bin nur mal gespannt, wie der Ton dann anders ist. Also jetzt starte ich einfach mal. Gut. Playdeads Inside hört sich ja schon mal sehr gut an. Wenn alle tot sind. Und jetzt? Ach, guck einer an. Da bin ich. Guck mal, ich bin so ein kleiner, gesichtsloser Typ mit einem roten Pulli, kann ein bisschen springen. Kann ich mit WASD kann ich nicht steuern, ich muss mit den Pfeiltasten steuern. Ich bin hier in einem Wald, es regnet und es ist irgendwie ziemlich dunkel und neblig. Aber ich renne jetzt einfach mal drauf los. Was soll mich denn hier schon erwarten? Außer jemand mit einer Maske und einer Kettensäge. Oh, den kann ich nicht wegschieben. Gut, dann laufe ich doch einfach mal ganz sachte über diesen Baumstamm drüber. Hat ja super funktioniert. Kann ich da auch zurück? Oder, ja, doch. Ich kann sogar zurück. Und ich kann auch hin und her und hin und her. Und dann, ich bin echt mal gespannt. Ich habe mir das Spiel angeschaut. Es wurde mir empfohlen, weil ich dem letzt erst, beziehungsweise damals irgendwann mal. Okay. Da hinten laufen Leute. Kann ich da wieder hoch? Das Ding fährt weg. Das ist jetzt schon gruselig. Ich habe irgendwann mal Inside gespielt. Ich habe irgendwann mal Limbo gespielt. Und dann wurde mir dieses Spiel empfohlen. Und ich spiele es jetzt einfach mal. Ja, gut. Da waren jetzt irgendwelche. Wo? Da unten sind auch nochmal Leute. Muss ich mich vor denen in Acht nehmen? Scheinbar. Aber das sind doch. Das sind doch erwachsene Menschen. Da kann ich nicht einfach rufen, hey, ich bin hier. Na, wie geht's? Oder spiel. Oh mein Gott. Muss ich mich jetzt beeilen? Die haben Masken auf. Hallo. Okay, dann renne ich jetzt einfach schnell, schnell, schnell. Bitte erwischt mich nicht. Was ist das eigentlich für eine komische Kapsel? Und da ist schon wieder Stacheldrahtzaun. Und da ist ein Kühlschrank. Da kann ich mich drin verstecken, wenn eine Atombombe explodiert. Warum kann ich mit dem nichts machen? Da hinten fährt der Traktor, LKW, wie auch immer. Kann ich den jetzt irgendwie schieben? Habe ich denn irgendwelche Möglichkeiten, eine Taste zu drücken? Hä? Muss ich jetzt ernsthaft in die Einstellungen schauen? Da hinten ist auch ein Hund. Wie ich an diesen komischen, an das komische, kann ich da irgendwie Ebenen wechseln, dass ich nach hinten komme? Eine Ewigkeit später. Also scheinbar kann ich irgendwie greifen. Ich weiß nur noch nicht wie. Ich probiere jetzt einfach mal jede Taste aus. Ah, STRG. Und zack, da liegt er. Und jetzt hier ranschieben. Ah, und jetzt kann ich darüber. Oh, da bin ich aber ziemlich tief gefallen. Guck mal, der da hinten hat dem LKW gewunken. Hoffentlich sehen die mich nicht schnell rüber, schnell rüber. Wenn der Hund auf mich losgegangen wäre, das wäre ja richtig gruselig geworden.
Ich will da nicht runter. Aber gut. Hat der Hund das gehört? Komm, rutsch doch. Ich will doch da drauf. Na gut, dann ziehe ich das eben darüber. Das war jetzt nicht das große Rätsel. Oh, oder doch? Was ist das eigentlich? Da unten sucht jemand was. Bin ich ein Flüchtiger? Hui, und ab ins Wasser. Kann ich denn schwimmen? Das würde mich interessieren. Der hat mich entdeckt. Oh Gott. Du Kackhund, hau doch ab. Ah! Wow. Und der Hund springt mir nicht hinterher? Alles klar. Jetzt muss ich mich aber beeilen, sonst kommen die noch mir hinterher und holen mich da noch weg. Oder der Hund findet bestimmt einen anderen Weg. Schnell, schnell, schnell. Da ist auch noch ein bisschen Wasser. Wir atmen ziemlich schwer. Ja gut, ich renne ja auch die ganze Zeit durch den Wald. Aber wo will ich denn hin? Will ich dem Traktor? Dem Traktor, genau. Dem LKW hinterher. Wow. Schneller. Oh Gott, die sehen mich doch. Und sie haben mich. Hätte ich mich da hinten verstecken müssen? Oder muss ich jetzt wieder von vorne anfangen? Beeil dich und dann verstecke ich mich schnell da unten unter dem Vorsprung, weil die wollen was ganz Böses mit mir anfangen. Komm, jetzt aber. Oh. Und kann ich jetzt einfach weiter? Ich hoffe es doch. Am liebsten würde ich ja da hocken bleiben. Sitzen. Wie auch immer. Platsch. Jetzt habe ich auch nasse Füße. Mist. Die stehen da vorne. Die sind ausgestiegen. Ich hab's gehört. Ich möchte nicht weiterlaufen. Ich finde den Schattenfall extrem cool gemacht. Oh Gott, der rennt mir hinterher. Nein! Nein! Hat er mich gerade ernsthaft erwürgt? Was hätte ich denn da anders? Ich hätte bei dem Wasser springen müssen, oder? Nein! Was muss ich denn? Muss ich zurückrennen? Warum bringt er mich um? Vorhin haben sie mich nur betäubt. Und jetzt bringt er mich direkt um? Jetzt rennt er. Oh Gott. Oder muss ich dem entgegenspringen? Nein! Wehr dich doch, du kleiner Junge. Ich verstehe es noch nicht. Muss ich einfach zurücklaufen? Ich renne jetzt einfach zurück. Ui, ui, ui. Okay, zurück, da ist er noch schneller. Gut, dann renne ich jetzt einfach. Und spring dabei. Hui, hui. Drüber. Ah, ich musste einfach nur drüber springen. Da ist noch. So, und jetzt? Alter, dieses Spiel ist ja voll brutal. Komm, renn, kleiner Junge. Renn. Und drüber springen, wie bei Bibi und Tina. Das kenne ich doch. So. Ach so. So, und jetzt
Wow, der schießt mir doch gleich in den Rücken, oder? Ah. Runter hier. Wow. Und jetzt kommen auch noch Hunde. Oh Gott. Dieses Spiel ist ja voll atemberaubend. Und springen! Oh, auf einmal ist es still. Ich brauche Luft. Ich bin ja echt auf einer Menschenjagd hier. Muss ich jetzt alles nochmal neu machen? Das wäre echt... Nein, muss ich nicht. Ich hätte nur auftauchen können. Komm. Schwimm schneller. Aus dem Lichtschein raus. Und wieder untertauchen. Ich habe nämlich Angst vor euch da oben. Mich würde schon interessieren, was da unten ist, aber... Die fahren jetzt auch weiter. Okay. Ich glaube, da unten ist sowieso nichts. Da sind tote Schweine. Mh, lecker. Ich habe jetzt richtig Hunger. Da kommen doch bestimmt Autos. Hui, hui. Guck mal, wie glücklich der ist. Wuhui. So. Ich glaube, ich habe die hinter mir gelassen. Bin jetzt auf einem Feld. Ja. Und jetzt? Oh, das Tor ging auf. Ups. Wurden meine Eltern verschleppt und ich habe im Wald gespielt und habe das dann gesehen und dann wollte ich da hinterher und die haben mich einfach umgebracht oder wusste ich oder bin ich ein Flüchtiger? Oder bin ich ein... Ich sehe mich gar nicht... Was ist das? Sind das Hühner? Also nicht Hühner, also... Das sind Mini-Küken. Quick, 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 quick. Oh, ich kann nicht essen. Kleine Chicken Nuggets. Muss ich die eigentlich alle einsammeln? Das wäre lustig. Oder verraten die mich jetzt? Das wäre doof. Und warum rennen die alle durch dieses nasse, kalte Wetter? Oha. Schweine werden umgebracht? Oder ist die Schweinegrippe ausgebrochen? Und ich bin ein Kranker und die wollen mich alle nur heilen? Kann ich hier rein? Hallo? Nee. Nee. Ah nein, ich muss da reinkrabbeln. Zack. Zack. Ich bin richtig sportlich. Also ich wüsste nicht, ob ich das damals hinbekommen habe als kleiner Junge. Hier fühle ich mich echt wohl. Oha. Oha, oha. Okay, passiert nichts. Und der saugt jetzt die ganzen Dinge ein, oder? Ich muss jetzt nicht im Ernst die ganzen kleinen Küken da schreddern, oder? Och nein! Nicht dem Spiel sein Ernst. Och nein, jetzt mache ich leckere Chicken Nuggets. Oder sind da die kleinen Küken? Die Babys? Aha, ich muss hier hin. Da ist doch Wasser drin, oder? Kommt her, meine kleinen Küken. Ja, lecker seid ihr. Mmh. Euch muss ich alle... Ja, da hochpusten.
Die musste ich wirklich nur hochpusten. Ich dachte, die Schrettere, die... Die leben noch. Oh, wie süß. Danke, liebes Spiel. Yep. Ah. Tschüss. Noch ein schönes Leben. Ihr kleinen Fluffigen. Fluffy, Fluffs. Warum bleibe ich nicht einfach da drin? Da ist ein Kabel. Da unten sind wieder Schweine. Bäh. Muss ich da jetzt wirklich runterhüpfen? Geronimo! Woo! Ist ja fast wie in Assassin's Creed. Nur dass hier Schweine mit Maden drin sind. Iii! Kann ich... Komm. Zack. Ich kenne, also ich bin, ja, top vorbereitet. Ich weiß, was ich alles mitnehmen muss. Ich sehe sowas. Bäh, da sind ja auch Maden drin. Burk. Tschüss. Da hinten, die Sonne geht auf. Ah, endlich wird's auch schön. Komme ich hier überhaupt durch? Oder muss ich da jetzt drunter durch? Hui, der ist wirklich sportlich. Wow. Ich würde gerne so eine kleine Made mitnehmen. Die sieht nämlich echt lecker aus. Bringt das mich um? Wie bitte? Das lebt noch? Dem hängt eine Made aus dem Arsch und dann wird es auf einmal lebendig? Ah, ich muss dem, glaube ich, auf den Rücken drauf springen. Ja, so muss das sein. Oder übers drüber springen, wie auch immer. Ja, komm her, komm her. Ja, und jawohl. Und ausgeklügelt drüber gesprungen. Und boink. Ich muss das nutzen, um hier die ja, ja, genau. Ich muss es nämlich nutzen, um hier das Tor aufzubrechen. Aber das lebt doch noch, oder? Da sind auch noch Menschen. Die beten oder so. Oder die suchen ihr Kleingeld auf dem Boden. Ja gut, danke. Ich will da oben dran. Ja. Ich muss doch da oben dran kommen. Ich habe nämlich gesehen, dass bei Steam das ein scheinbar... Ja, Dingsbums ist. Wie komme ich jetzt da oben ran? Was muss ich denn jetzt eigentlich machen? Ich kann das weder schieben. Bäh! Ist es jetzt lieb? Ach, die Maden. Ja, komm her. Oh ja. Das sieht irgendwie falsch aus. Aber die Maden erwecken die Menschen zum Leben. Was? Zum Teufel passiert hier. Das ist mega gruselig. Mach's kaputt. Die sterben aber nicht. Komisch. Jup, 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 jup. Kann ich da wieder runter? Ja, scheinbar. Muss ich das Schwein mitnehmen? Das würde mich interessieren, aber da drüben ist doch die Sonne. Hui!
Ach, ich dachte, ich muss an die Lampe dran. Und ab geht's ins Licht.